Heute ist der 24. Juni 2018 und Samira und ich starten hier in den Westbygd-Inseln auf den Westerollen zu unserer zweiten Schlauchkajak-Paddeltour. Das Wetter ist nach wie vor etwas ungemütlich, wolkig, auch sicher gleich wird es wieder regnen und Wind 3 bis 4. Und wir werden wieder versuchen, ein bisschen Wind und Wellenschatten zu betreiben. Das geht einigermaßen gut zwischen vielen Inseln, wie man sie hier vorfindet mit den Westbygd-Inseln. Schauen wir mal, wie weit wir heute kommen. Wir sind wieder startklar, warm verpackt, so warm wie möglich. Wir paddeln hier auf Nordmeer mit Nordmeerklima. Wen es interessiert, die Musik, die ich hier oft bei meinen Nordland-Videos verwende, stammt von der Gruppe Kerani aus dem Album Arctic Sunrise. Und diese Musik passt für mich hier zu unserem Treiben und zu unseren Bildern und zu unserem Tun perfekt. Für unsere Luftboote ist der heutige Wind schon wieder ziemlich heftig. Wir werden ganz schön abgetrieben, müssen kämpfen. Windstärke 3 in den Böen bis 4. Okay. Wir müssen jetzt ordentlich Windschattenpaddeln machen, sonst werden wir abgedreht. Samira macht heute wieder. Jedes Mal, wenn ich loslegen will. Samira macht heute wieder eine kleine Filmsequenz mit englischen Kommentaren. A little bit too much wind for our air kayak, but. Du kommst wieder rein, ich komme zu dir. Fly gehört aufs, hört aufs Wort. Und das ist auch ganz wichtig bei unseren Touren. Sie darf nicht einfach machen, was sie will, sondern es muss immer mit mir abgestimmt sein. Sonst kann es doch noch passieren, dass jemand von uns im Wasser landet. Ich sage, Fly kommt, dann kommt Fly. Komm, Fly, komm rein. Hepp. Locker. Und mach Platz. Weiter vorne, geh nach vorne. Und da mach Platz. Super, mein Mädchen. Und es geht weiter. Ja, lässt, wenn man in so einer Inselwelt unterwegs ist, da kann man auch bei hartem Wind noch paddeln, wenn man es geschickt anstellt und versucht immer sich auf der Lee-Seite zu halten und die Strecken mit Strong Wind möglichst hart kämpfend zu umgehen. Eigentlich haben wir in diesen Tagen auf den Westerollen eine mehrtägige Zeltgepäcktour auf dem Plan. Aber die können wir bei dem aktuellen Wetter nicht riskieren mit unseren Luftkajaks. Hier bräuchten wir unsere Seekajaks, die wir auch früher hier verwendet haben. Aber die hätten wir unmöglich in unseren Wohnwagen oder auf das Autodach packen können. Deswegen müssen wir auf unsere Luftboote zurückgreifen. Und die haben ihre Grenzen. Die kennen wir. Und die halten wir auch ein, sonst wird es gefährlich. Er stellt gerade fest, dass sie in den letzten Tagen ständig Hunger hat. Ich auch.
dieses kalte Klima hier, das frisst ganz schön an unseren Kalorienpaketen. So müssen wir immer ein bisschen nachschaufeln. Ja. Aber das ist gut, wenn man immer. Weil fett sind, glaube ich, eigentlich die Menschen, die einfach aus Lust essen und nicht aus Hunger. Also ich esse auch. Aus Lust, Luzi. Aber wir hauen das auch wieder raus. Luzi, wir brauchen was zu essen. Sonst sterben wir und wir brauchen keinen rohen Fisch. Wir brauchen jetzt, ja, sehr gut, wir kriegen schon bald was. Oh, weißt du, ich hätte gerade voll Bock auf diesen geräucherten Fisch. Oh, wir hätten voll Bock auf richtigen Fisch, nicht auf Dosenfisch. So auf frischen Fisch. Vielleicht sollten wir die Fischer hier mal nach frischen Fischen fragen. Vielleicht verkaufen die uns mal frischen Fisch. Gut, das schaffe ich jetzt so langsam nicht, wenn sie denken, ah, du musst das, du musst das. Wir segeln jetzt mit unseren Kajaks auf Vorwindkurs direkt an der Küstenlinie hier entlang. Hier sind die Wellen nicht so hoch und hier können wir uns später auch wieder hochschaffen in unser Basislager nach Kokberget. Denn wir haben diesmal Wind, der uns raustreibt aufs offene Meer, das in Kombination mit ablaufendem Wasser, das könnte schwierig werden, deswegen müssen wir uns immer genau überlegen, wie kommen wir auch wieder zurück. Und claro, kommen wir zurück, nämlich indem wir wiederum ganz geschickt immer von Lehseite zur Lehseite der vielen kleinen Inselchen paddeln, die hier in Ufernähe anzutreffen sind, teilweise Vogelschutz im Inseln. Aber wir haben nicht die Absicht, dort auszusteigen. Aber jetzt brauchen wir bald einen Biwakplatz, der im Windschatten liegt, wo wir ein Wärmefeuerchen machen können. Denn uns frieren so allmählich mal wieder die Extremitäten ab. Nicht nur Samira, sondern mir auch. Meine Füße sind eisekalt, meine Hände werden eisekalt. Und es regnet mir in die Kamera und überhaupt, es ist geil. Thank you.
Ja, die Fly muss bleiben, bis ich ihr sage, dass sie gehen darf. Fly, okay, und geh. Tschüss. Wir haben eine windgeschützte Nische gefunden. Mit Frischwasserzufuhr. Hier kommt ein klarer Wasserbach von oben. Flasche Spiritus hat nicht ausgereicht, um scheinbar trockenes Birkenuntergehölz zu entzünden. Daraus kann man schließen, wie vollgesaugt hier die ganze Landschaft ist nach diesem Winterzeit. Hier sieht man, wie unsere Kajaks allmählich trocken fallen. Das heißt, es ist Ebbe und das Wasser fließt jetzt hier aus den Fjordarmen zurück ins Meer. Das, was ich hier gerade mit unseren Grabner Luftkajaks mache, nämlich sie einfach über Stock und Stein ziehen, das würde ich mit PVC-Booten natürlich nicht riskieren. Aber unsere Erfahrung zeigt, dass das Kautschukmaterial der Firma Grabner extrem robust und abriebfest ist. Gut. So, Samira hat noch Bonbons dabei, das ist immer gut. Hallo. Oh, ganz einfach. Na, was meint ihr, was hier so lebt? Thank you.
Nicht daher. Geh daher. Ja, da ist der richtige Weg. Und komm. Gut. Mach Platz. Eins halte ich zum Abschluss dieses Videoclips noch für erwähnenswert. Sollten wir hier in den Westbüchtinseln in Seenot geraten, wir sind wirklich weit ab vom Schuss, so können wir hier jederzeit mit unseren Handys Hilfe holen. Denn auf unseren Nordlandreisen der letzten Wochen, es gab es keinen einzigen Ort, wo wir keinen Handyempfang hatten. Das heißt, das gesamte Skandinavien, auch im hohen Norden, ist dermaßen gut vernetzt, hat dermaßen ausreichend viele Funktürme. Da könnte sich Deutschland ein Beispiel dran nehmen. 20 Jahre im Spessart hat uns das Gefühl vermittelt, als würde Deutschland im medialen Mittelalter leben. Ich hatte in meinen beiden letzten Wohnorten bis zum Schluss keinerlei Handyempfang. Und hier im tiefsten Norden mit nur noch wenigen Einwohnern pro Quadratkilometer können wir jederzeit Hilfe in tiefster Wildnis anfordern. Das gefällt uns.